Die wichtigsten Eigenschaften eines Badezimmers in einer immer älter werdenden Gesellschaft sind eine ansprechende Ästhetik, die einfache Benutzbarkeit und die Pflegeleichtigkeit. Eine konventionelle Badsanierung erfordert mit den Arbeiten verschiedener Spezialisten etwa 4 bis 6 Wochen. Dies ist für die Mieter in bewohntem Zustand eine sehr große Belastung. Blome bietet Lösungen für die nachhaltige Modernisierung, ohne dass entmietet werden muss. Bundesweit finden Entscheider der Wohnungswirtschaft zu Blome nach Bad Wünnenberg. 4 Projekte in Kronshagen, Rüsselsheim, Delmenhorst und Paderborn veranschaulichen die Blome-Dienstleistungen und Servicedienste in voll vermieteten Immobilien. In Kronshagen bei Kiel saniert Blome alle 54 Bäder und die 6 Versorgungsstränge im Haus der Woge Wohnungsgenossenschaft. Wir haben in den vergangenen Jahren schon viele Strangsanierungen durchgeführt. Auf herkömmliche Art und Weise, wo wir dann eben verschiedene Gewerke haben, das heißt Sanitär, Heizung, Elektro, Fliesenleger, Maler, Maurer und so weiter und so fort. Dass ständig 3 bis 4 Leute immer in die Wohnung rein und raus mussten. Und dieser Nachteil ist durch die Firma Blome jetzt natürlich nicht mehr vorhanden, weil da wirklich das komplette Bad von A bis Z, also von Anfang bis Ende, wirklich durch einen Monteur fertig gebaut wird. Mit dem Blome-Konzept werden ganze Stränge von Badezimmern in zwischen 10 und 15 Arbeitstagen vollständig renoviert. Möglich wird dies durch die passgenaue Vorfertigung von schmalen, gefliesten Wandelementen, in denen alle Rohr- und Elektroleitungen bereits verlegt sind. Im Blome-Werk sorgt eine professionelle Fräsmaschine für hohe Präzision beim Verlegen dieser Leitungen. Dieses Prinzip ist patentiert und wird exklusiv von Blome angewendet. Aus unserer Sicht ist es natürlich so, dass dadurch ein unwahrscheinlicher Zeitvorteil geschaffen wird. Also innerhalb einer Woche hätte ich nie für möglich gehalten, dass das so schnell ging. Das Verfahren ist wirklich zeitsparend. Ja, und Vorteil der vorgefertigten Wandelemente ist natürlich auch die Qualität. Weil diese Wandelemente eben schon im Werk der Firma Blome vorgefertigt werden und damit eine wesentlich höhere Präzision zu erreichen ist, als wenn es jetzt ein herkömmlicher Fliesenleger vor Ort diese Arbeiten durchführt. Blome reagiert flexibel auf jedes Projekt. Im Haus in Kronshagen ist auf jedem Stockwerk genug Platz für den Bau von verschließbaren Arbeitsräumen, wo auch die nach Bauabschnitten gepackten Rollwagen lagern. Geräusch- und staubintensive Arbeiten finden somit nicht in den Wohnungen statt. Anders in Rüsselsheim. Es sollen 48 Bäder auf 12 Etagen erneuert werden. Hier wird für eine reibungslose Abwicklung ein Gerüst installiert. Das Bad wird abgebrochen oder abgebaut, der Schutt auf das Gerüst geschafft und dann auch gleich über den Außenaufzug weggebracht, unten in die Schuttmulde, die wir stehen haben. Und das ist der Vorteil, dass eben auch der Aufzug, der im Haus ist, immer für die Mieter bestehen bleibt und genutzt werden kann. Wir haben eine Arbeitsfläche auf dem Gerüst, wo der Monteur die Parts bearbeiten kann, um sie dann in das Bad zu tragen und dort anzubringen. Und auch andere vorbereitende Arbeiten können dort gemacht werden. Wir haben eine gute Lagerfläche. Das heißt, wir liefern Material an, bringen es auf die einzelnen Stockwerke, lagern es dort zwischen. So brauchen wir rund um das Haus wenig Platz und haben die Sachen auch sehr schnell greifbar auf der Etage, wo wir das jeweilige Bad einbauen. Das Gerüst hilft uns also dabei, lange Wege zu umgehen, damit wir auch hier im Hochhaus unseren gewohnten, schnellen Ablauf einhalten können. Im Blome-Werk werden die Container gepackt, die alle benötigten Materialien für den Ausbau beinhalten. Die einzelnen Arbeitsschritte sind übersichtlich farbig kodiert. Bei kleineren Projekten wird mit Einzelcontainern pro Bad gearbeitet. Wenige Tage vor Baubeginn werden die Container geliefert. Blome sieht sich als Partner von Vermietern, die besonderen Wert auf das Wohl ihrer Bewohner legen. Sorgfältig werden die Wohnungen gegen Staub gesichert. Ein Saugrohr kann die staubige Luft direkt nach draußen leiten. Wo erforderlich, wird für Mieter und Monteure eine provisorische Zapfleitung eingerichtet.
Alle Wege werden mit Filz ausgelegt. In den ersten 1 bis 2 Tagen wird das Bad entkernt. In Kronshagen soll die Wand zum Gäste-WC wegfallen, sodass ein großzügigerer Raum entsteht. Ein Mieter möchte sein Gäste-WC beibehalten. In Rüsselsheim dagegen entfallen die Abstellkammern zugunsten der größeren Bäder. Eine permanente Müllrückführung schafft freie Wege für Mieter und Arbeiter. Auf Wunsch werden für die betroffenen Mieter Container mit Toiletten und Duschkabinen aufgestellt. Die Blome Bauleitung oder der Obermonteur ist jederzeit vor Ort und überwacht den gut organisierten Zeitplan. Nach dem Motto "Ein Mann, ein Bad" führt jeden Tag derselbe Blome-Monteur alle Modernisierungsarbeiten aus. In Delmenhorst werden auf 8 Etagen 40 Bäder und Gäste-WCs erneuert. Dabei werden die asbesthaltigen Lüftungsleitungen entfernt und durch schadstofffreie Rohrsysteme ersetzt. Um bei diesem Projekt den Brandschutzstandard in Hochhäusern zu erfüllen, muss zwischen 2 Brandabschnitten der doppelte Brandschutz installiert werden. Wir müssen eines beachten, weil wir von der einen Wohnung in die andere Wohnung gehen mit unserem Schmutzwasser und dem Kaltwasser. Und dass wir im Schmutzwasser einmal hier eine Brandschutzmanschette setzen und einmal hier eine Brandschutzmanschette setzen. Okay? Jedes Blome-Projekt wird im Werk genauestens organisiert und überwacht. Alle Bäder werden vom Blome-Team mit Architektinnen, ausgebildeten Technikern und Fachplanern individuell geplant. Für die präzise Ausführung der verschiedenen Arbeiten erhält jeder Badmonteur seine Baumappe mit allen Arbeitsanweisungen, Ausführungsplänen, Checklisten und Prüfprotokollen. Im Studierendenwohnheim Paderborn werden innerhalb von 18 Monaten 434 Kleinstbäder saniert. Für dieses Projekt werden im Blome-Werk maßstabgetreue Musterbäder hergestellt, um im Vorfeld mit Bauherren und Planern technische Fragen zu klären. Da für herkömmliche Heizkörper in so kleinen Bädern kein Platz ist, wird bei diesem Projekt die Blome-Heizwand eingesetzt. Sie ist in die Blome-Badwand integriert und sorgt so für zusätzliche Platzersparnis. Die Anforderung der TGA-Planung sieht eine zentrale Lüftungsanlage vor. Auch diese Arbeiten werden nach den DIN und Norm umgesetzt und auf dem Dach installiert. Im Rahmen einer Badsanierung ist es nachhaltig und rentabel, alle Versorgungsleitungen im Haus zu erneuern. Eine solche Strangsanierung ermöglicht den Bau von ebenerdigen Duschen. Hierzu wird die Decke im darunterliegenden Bad abgehängt und sie kann mit modernen LED-Strahlern versehen werden. Der demografische Wandel hat auch bei unserer Genossenschaft Einzug gehalten. Und wir möchten natürlich, dass unsere Mitglieder möglichst lang in ihren Wohnungen verbleiben können. Und das ist uns hier natürlich gelungen. Ein Großteil der Wohnungen konnten jetzt mit ebenerdigen Duschen ausgestattet werden. Und das hat auch zu einer sehr großen Freude bei den Mitgliedern geführt. Die waren sehr begeistert, als wir das angekündigt haben. Die Abflusslöcher für die barrierefreien Duschen werden gebohrt. Herzstück der Blome-Philosophie ist die hochwertige Vorfertigung im eigenen Werk. Eine Wasserstrahlschneidemaschine schneidet millimetergenaue Fliesen ohne scharfe Kanten. Die ebenerdigen Duschen werden im Werk aus der gleichen Fliese wie der Badboden gefertigt. Der Duschboden wird vollständig vorgefertigt mit Unterkonstruktion, Abdichtung, Boden-Wanddichtung, dem Fliesenbild und dem richtigen Gefälle. Er kann dann vor Ort einfach eingesetzt werden. Durch die Verwendung von Trockenestrich kann der gut schallentkoppelte Fußboden sofort verlegt werden. Die nach Norm vorgeschriebene wasserdichte Bodenwanne verhindert Wasserschäden in darunterliegenden Etagen. Mit großer Zeitersparnis werden nun die Blome-Badwände angebracht. Die Monteure werden im Blome-Werk geschult. Dies reicht vom Umgang mit gefährlichen Stoffen und dem Einbau der Montagetechnik bis zum Stellen der Badwände und der Stranginstallation.
Der patentierte Blome Feuerstein garantiert den korrekten Sitz von Schall- und Brandschutz und wird fertig montiert auf die Baustelle geliefert. Handwerkliche Fehler sind somit ausgeschlossen. Die einzelnen Arbeitsschritte werden über Fotodokumentation geprüft und können dem Bauherrn zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin haben wir in der serienmäßigen, sag ich mal, abgehängten Decke einen zentralen Anschlusspunkt, wo sämtliche Absperrvorrichtungen für Heizung und für Wasser sind und wo wir auch dann die Wasserzähler untergebracht haben. Da kommt auch jeder Mieter leicht ran. Jeder Mieter hat eine Art Gebrauchsanweisung für das Bad bekommen. Und diese ganzen Absperrorgane liegen dann auch nicht im sichtbaren Bereich. Und das ist aus unserer Sicht auch optisch viel ansprechender. Einzelne Module, wie diese WC-Vorwandinstallation, werden mit Produkten verschiedener Hersteller projektbezogen im Werk vorgefertigt. Bereits hier wird die Rohrinstallation auf Dichtigkeit geprüft und abgedrückt. Dies sorgt ebenfalls für eine zügige Fertigstellung der Badsanierung. Auch nach Tausenden von gebauten Bädern wird jedes Blome-Bad bis zur letzten Fuge mit Liebe zum Detail gefertigt für einen auf Jahrzehnte nutzbaren Wohlfühlraum. Firma Blome hat sich an die vertraglichen Vereinbarungen 1:1 gehalten und es wurde auch komplett so durchgeführt, wie wir es besprochen haben. Die tägliche Organisation der Firma Blome und die Durchführung der Arbeiten ist aus meiner Sicht sehr strukturiert. Sämtliche Termine, insbesondere natürlich die Durchführung der Strangsanierung innerhalb von 7 Tagen, da wurden sämtliche Termine eingehalten. Viele weitere von Blome erfolgreich durchgeführte Projekte finden Sie auf der Blome-Webseite unter Referenzen. Mit sanierten Badezimmern steigt der Wert und das Ansehen des ganzen Hauses. Bei Blome erhält der Auftraggeber alle verschiedenen Arbeiten aus einer Hand, mit nur einer Rechnung, einem Gewährleistungspartner und einem Termin für die Fertigstellung.